Es ist spät, Fremdling. Kommt am Morgen wieder, wenn ihr Geld ausgeben wollt. Tut mir leid, Fremdling. Aber dieser alte Ork kann euch nicht helfen. Boguk ist hier der Häuptling. Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Jeder verbringt Jahre in den Höhlen. Eines Tages muss ich mit meinem Bruder Nagrub um die Häuptlingsehre kämpfen. Das wird nicht einfach. Ich bin hier, um Erz abzubauen, Fremdling. Wenn ihr nicht schürfen wollt, solltet ihr euch verziehen. Was denn jetzt? Die meisten von uns sind im Langhaus. Kommt am Tag wieder, wenn ihr Handel treiben wollt. Wir ehren die tapfersten Krieger. Aber ich habe auf meinen Reisen auch andere Arten der Tapferkeit gesehen. Orkgifte sind gefürchtet. Seid ihr an einem Handel interessiert? Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Er ist unser Herr und Schöpfer, der dädrische Fürst des gegebenen Schwurs und des blutigen Eids. Mauloch lehrt uns, alle Worte mit Taten zu ehren, Blut von seinen Feinden und Stärke von seinen Verbündeten zu fordern. Er behütet alle Orks wie seine Kinder. Diese Tatsache vergessen jene, die die Festung verlassen, nur allzu schnell. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert?
Morbul kennt viele Gifte und Heilmittel, wenn ihr welche braucht. Ich helfe meiner Mutter Arob mit der Jagd. Wir versorgen die Festung mit viel Fleisch und Tierfellen. Ihr sprecht mit Burguk, dem Häuptling von Dushnik Jarl. Ja, ich verdiente mir diese Stellung, als ich meinen Vater im Duell tötete. Eines Tages werde ich einen Sohn haben, der mich herausfordert, wenn ich zu alt zum Anführen bin. Dann hat die Festung einen neuen Häuptling. Doch bis dahin habe ich allein das Recht, Frauen und Kinder zu haben. Dadurch bleiben wir stark. Der Kodex des Malakat ist in den Festungen sowohl Tradition als auch Gesetz. Verletzt ihn und ihr müsst den Blutzoll bezahlen. Der Kodex ist nirgendwo niedergeschrieben. Er wohnt in jedem Org und alle, die in den Festungen leben, befolgen ihn. Die Regeln sind für Fremdlinge denkbar einfach. Besteht oder greift jemanden in der Festung an und ihr bezahlt den Preis in Gold oder in Blut. Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Los! Ihr hättet nie herkommen! Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. Ihr habt mich geschlagen. Einen Ork-Häuptling. Erstaunlich. Das habt ihr hier. Auch ich habe einst ganz Himmelsrand bereist wie ihr. Ich vermisse diese Zeit. Oh ja. Die Straßen geben euch ein Gefühl der Freiheit, das in der Festung fehlt. Aber ich habe hier ein Zuhause. Und ich will meinen Clan nicht entehren, indem ich erneut wie ein kleiner Welpe weglaufe. Ich bin Burguks Bruder. Ich kam hierher zurück, nachdem ich viele Jahre in der Armee gedient hatte. Burguk war zu diesem Zeitpunkt schon Häuptling. Und er hieß mich als Familienmitglied willkommen. Nicht als einem Rivalen, wie die Tradition es eigentlich vorschreibt. Das kann ich nicht. Das würde den Platz entehren, den mein Häuptling für mich geschaffen hat. Das stimmt. Seht mich nur an.
Ich rede um den heißen Brei herum wie eine weise Alte. Nun gut, Fremdling. Meine Axt gehört euch, wenn ihr sie braucht. Oh ja. Ich war damals als Gorbasch Grotuschnik bekannt. Zu Ehren meiner Heimat. Viele Orks verlassen die Festung, um sich der Armee anzuschließen. Dort weiß man unsere Kampf- und Schmiedekunst zu schätzen. Und wir freuen uns über die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich helfe meiner Mutter Arob mit der Jagd. Wir versorgen die Festung mit viel Fleisch und Tierfällen. Ich bin die Jagdfrau dieser Festung. Schon so lange keinen Sturmmantel getötet, dass der Arm schon ganz schwach geworden ist. Guten Tag. Ihr braucht etwas? Guten Tag. Ich
Yolok, seid gegrüßt. Die Klingen tun gut daran, mir nicht zu vertrauen. Unika Niof, ich würde einem anderen Dova nicht vertrauen. Dorf Wachlan Fachel, wir wurden geschaffen, um zu herrschen. Der Wille zur Macht liegt uns im Blut. Auch ihr spürt es in euch, oder nicht? Mir kann man vertrauen. Ich weiß es, aber sie wissen es nicht. Unika Niof Dova. Es ist immer klug, einem Dova zu misstrauen. Ich habe mein Wesen nur durch Meditation und lange Studien des Weges der Stimme unterdrückt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht versucht bin, zu meinem angeborenen Wesen zurückzukehren. Sin Krevorvut Se Suljek. Was ist besser, als gütiges Wesen geboren zu werden oder das Böse in euch durch große Anstrengungen zu überwinden? Lok Tu. Yeah.
Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Bei den Göttern. Das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt, wohin das alles führen würde. Legendäre Drachen. Sovngarde. Habt ihr euch entschlossen, das Richtige zu tun, Drachenblut? Ich wusste, wir könnten auf euch zählen. Ich bin froh, euch wieder auf unserer Seite zu wissen. Die Talmor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Das hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Eines Tages. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Ihr habt es geschafft. Genau, ja? Was gibt es? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich Was hab gibt an euch es? Geglaubt und trotzdem... Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erlebe. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir ihn gegen die Talmor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten. Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Danke. Danke, Drachenblut. Uns allen einen großen Dienst erwiesen.
Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Ich grüße euch. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Lebt wohl, mein Herr. Alfred, Kopf des großen Was wollt ihr, Milchtrinker? Ihr habt Seid den gegrüßt, Namen sicher schon gehört. Was führt euch nach Weißlauf? Wirklich? Ha, bei Shaw. Diese Stadt könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Dann geht ihr am besten zur Drachenfeste hoch und sucht den Jarl auf. Er ist der Herrscher von Weißlauf und kann euch den Weg weisen. Seid ihr Brot und Eintopf leicht? Hattet ihr Fisch und Wildbret im In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Einem saftigen Steak oder einem zarten Rippenstück. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Was benötigt ihr? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Was immer ihr benötigt, Drachenblut, teilt es mir Hättet einfach. Ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Früher war ich einer der besten Kundschafter der Armee. Ich habe in der Wildnis alle gefährlichen Orte aufgespürt, die uns Probleme bereitet hatten. Ich habe meinen Helm in einer der alten Höhlen verloren. Mein schöner, schöner Helm. Danach ging es mit meinem Leben immer weiter bergab. Ich habe so vieles verloren. Das würdet ihr tun? Ich hätte ihn natürlich sehr gerne wieder. Ich würde euch auch einige meiner Kundschafterkniffe zeigen. Ich vermisse diesen Helm sehr.
Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistigen Fähigkeiten. Ob mit Klinge oder Zauber. Wollt ihr es tot sehen, dann töte ich es. Ihr müsst mir lediglich meinen Lohn zahlen. Ihr seid sehr beschäftigt, nicht wahr? Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Hallöchen. Wir reden später. Wie heißt ihr? Seid ihr auf Besuch? Mein Papa sagt, dass ich gesellig bin, genau wie er. Er sagt, dass das schlau bedeutet. Aber mein Bruder sagt, das stimmt nicht. Vorsichtig! Befolgt einen gut gemeinten Rat. Lasst die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Es ist so aufregend, wenn neue Leute in die Stadt kommen. Ich wette, ihr habt jede Menge Abenteuer erlebt. Bitte, hört mich an. Mein Meister ist zwischen den Welten verschollen. Und ich kann ihn nicht zurückbringen. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Dafür danke ich euch. Mit Ulfriks Tod wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Das mag hart klingen, aber so sehe ich die Sache. Es war mir ein Vergnügen. Natürlich ist die Arbeit bei Bolfrida nicht meine erste Wahl. Aber was kann ein Donmer hier sonst tun? Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee, bis man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist... Habt ihr was zu sagen? Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört der Eisfurchenhof. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Vergesst nicht auf drinnen. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre ihr sucht genau meinen Gaffen Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jahr nach. Der Zeit für gewöhnlich.
Wisst ihr, seit Kotlaks Bestattung fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Es heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann's mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Lebt wohl, mein Herr. Ich bin Borguks Mutter und die weise Frau unseres Stammes. Eines Tages werde ich eine Waffe schmieden, wie sie einem Häuptling gebührt. Und vielleicht werde ich dieser Häuptling sein. Ich helfe meiner Mutter Arob mit der Jagd. Wir versorgen die Festung mit viel Fleisch und Tierfellen. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Sucht ihr nach Arbeit? Die Minen sind ganz in der Nähe. Auch ich habe einst ganz Himmels... Dann geht voran. Meinen Stahl habt ihr. Braucht ihr etwas? Seid ihr sicher? Wer bei uns Mitglied werden will,
muss einen Eid ablegen, dass er sein altes Leben hinter sich lässt und von nun an hier bleibt. Nun gut, er sieht für mich wie ein Kämpfer aus. Ich nehme ihm den Eid ab. Wenn ihr weitere Kandidaten findet, bringt sie her. Ihr da. Das Drachenblut möchte euch Gelegenheit geben, den verlorenen Wächtern von Tamriel beizutreten. Den Drachentötern. Den Klingen. Möchtet ihr eine Klinge werden? Das will ich. Seid ihr bereit, allen Ansprüchen und allen Titeln eures früheren Lebens zu entsagen? Hier zu leben und euch der Aufgabe zu widmen, Tamriel vor Gefahren zu beschützen? Das will ich. Dann ernenne ich euch Kraft meines Rechtes als amtierender Großmeister zu einer Klinge. Mit allen Privilegien, Rechten und Pflichten, die diese Aufgabe mit sich bringt. Viel Glück. Drachenblut. Was benötigt ihr? Kämpft wacker.